Am 23. März wurde die 34. Eco-Art-Ausstellung im Palais Niederösterreich in der Wiener Herrengasse von Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra Bohuslav eröffnet. Ich habe von Richard Weizsäcker was gelesen, was heute wunderbar zu diesem Abend passt, zu Ihnen, aber auch zur Kulturlandschaft von Niederösterreich. Er hat nämlich einmal gesagt, unsere Kultur ist gewachsen zu einem kräftigen, vielfältigen Mischwald, der Wesentliches zur Frischluft beiträgt. Na, es passt, gell? Aufgabe der Kunst ist nicht, Sichtbares wiederzugeben, sondern sichtbar zu machen. Und ich denke, das ganze Werk von Linde Waber steht dafür, eine Sichtbarkeit, eine neue Sichtbarkeit zu gewinnen, nicht um die Welt zu verdoppeln, sondern um so etwas wie einen Gegenpol, ein Gegengewicht zu dem zu schaffen, was wir so alltäglich als Welt bezeichnen. Ich möchte nur auf eines darauf hinweisen, sagen Sie es bitte weiter. Die Ausstellung können Sie noch bis Ende Juni, Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr hier in der Ecolage besuchen. Und lassen Sie heute die Bilder von Linde Waber auf sich wirken und erleben Sie den frischen Wind hier in der Eco Plus. Danke vielmals. Bereits seit 1997 lädt Eco Plus Künstlerinnen und Künstler ein, ihre Werke zu präsentieren. Dieses Mal stellt die bekannte Niederösterreicherin Linde Waber ihre Werke bis Ende Juni unter dem Titel Frischer Wind aus. Natur war immer für mich ein Thema. Vermutlich ist Natur sogar der Grund, warum ich zur Malerin geworden bin. Ich habe immer alles mitnehmen wollen, was mir gefallen hat und was mich beeindruckt hat. Und das kann man mit der Malerei und mit Bildern machen. Die Verbindung von Kultur und Wirtschaft bietet eine gute Gelegenheit, bestehende Kontakte zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen. Das hat auch die Vernissage von Frischer Wind wieder gezeigt.